Hallo und willkommen zu einem weiteren Age of Empires 2 Video. Es geht weiter mit der Reihe von Fletching zu Botkin. Und heute habe ich den lieben Schlauchnase, auch bekannt als Six on Sheep, am Start. Auch der ein eigener Content Creator, der hat einen Twitch-Kanal und auch einen YouTube-Kanal. Beides werdet ihr natürlich verlinkt finden in der Videobeschreibung, damit ihr dem auch jede Menge Liebe geben könnt. Also, der Schlauchnase ist hier gerade bei 1339 in der Reihe. Und er war auch schon mal bei 1420 oder irgendwie sowas, glaube ich. Also er ist schon ganz gut auch für den Bereich. Und wir werden nochmal eine Runde Arabien spielen heute. Also nichts Wildes, aber das habe ich jetzt erst in einer Folge in dieser Reihe gemacht. Danach haben wir Arena und Ostsee gespielt. Das heißt, da muss natürlich noch was dazukommen. Schauen wir erstmal, was denn die Volkfee heute zu mir sagt. Wenn ich denn den Tipp-Selector kriege, da ist er doch. Mir ist natürlich auch aufgefallen, hier gibt es die zwei neuen Völker noch nicht. Ich glaube, die mache ich einfach am Ende dann, damit ich da nicht irgendwie durcheinander komme. Die Litauer gibt es heute, okay. Ist doch eine gute Wahl, Litauer. Habe ich... warte, jetzt habe ich das Falsche weggemacht. So, das Spiel wollen wir eigentlich noch aufnehmen. So, Litauer sind auf jeden Fall ein cooles Volk. Auch für Arabien kann man sehr schnell Squadrush spielen. Man kann auch sehr schnell Rush spielen, aber ich glaube, wir machen Scott Rush, weil ich auch im ersten Game aus dieser Elo-Reihe einen Rush gespielt habe. Dann machen wir heute halt keinen. Einfach der Abwechslung halber. Venjoy, sagt er. Aber das W ist neben dem E, deshalb verzeih ich ihm das. Litau gegen Tatan, okay. Kann natürlich sein, dass er dann auf seine berittene Bogenschützen kommen möchte, die ja mit den Tataren auch ganz gute Boni haben. Die kriegen nämlich ein paar Upgrades umsonst. Und er kriegt auch noch zusätzliche Schafe, die dazu noch länger halten. Also alles wunderbar. Aber ich bin mit 150 Nahrung mehr gestartet als er, was mir natürlich einen ganz guten Vorteil bringt im Early Game. Jetzt muss ich mich überhaupt gar nicht darum sorgen, hier konstant zu produzieren. Das ist nämlich quasi alles schon für mich bereitgestellt. Das hoffe ich mal, dass es im Gegensatz zur letzten Folge, die ich mit dem lieben Turm aufgenommen habe, Ostsee, dass ich da keine Ruckler habe, was das Internet angeht. Das war ein bisschen ruckelig eigentlich, aber ich habe vorhin noch einen Speedtest gemacht, also eigentlich sollte es gerade gut aussehen. So, wie gesagt, wir spielen einen Scout Rush. Ich überlege mal, wie viel Pops, also maximal 20 Populationen würde ich mal spielen, denke ich. Kann man, wie gesagt, mit den, oh, hier ist ein Schwein. Mit den Litauern alles ein bisschen schneller machen, wegen der zusätzlichen Nahrung. Hier ist doch ein schöner Platz, wunderbar. Man kann auch, glaube ich, so schnell, also ich glaube, das, was am angenehmsten ist, wo man sich nicht, oh, scheiße, da war leider ein kleiner Ruckler. Ich glaube, das Internet ist doch nicht ganz auf der Höhe. Also das, was ohne Probleme auf jeden Fall geht und trotzdem noch sehr schnell ist, ist 18 Population, glaube ich. Aber ich sag mal so 18, 19 werde ich anpeilen, denke ich mal. Aber ich glaube, dafür hätte ich eigentlich hier schon das Wildschwein nehmen müssen. Das mache ich jetzt einfach mal. So, scheint so, als hätte ich alle Schafe gefunden. Das ist sehr schön schon mal. So, das kommt vom Timing fast perfekt. Ich hätte ihn halt ein bisschen früher schicken müssen, aber ist alles nicht so tragisch. Ja, fast, als hätte ich es geplant. So, mir fehlt noch mein zweites Wildschwein. Mein Gold ist nicht so schön. Das müssen wir heute mal vielleicht thematisieren. Die Karte ist wirklich gar nicht so gut geworden für mich. Ich muss auf jeden Fall gut abmauern. Und ich muss mein zweites Wildschwein finden. Ich baue meine Häuser mal hier vor dem Gold. Ich bräuchte eigentlich nur ein Haus, wenn ich so wenig Population mache. Aber wenn ich mein zweites Schwein nicht finde, dann kann ich es ja eh knicken mit der schnellen Uptime. Also, sieht gerade nicht so gut aus, was das angeht. Ja, dann spiele ich doch ein bisschen was Langsameres, glaube ich. Mal kurz gucken, ob es vielleicht hier einfach steht. Aber ich glaube es ja nicht. Ah, ne, hier sind nur die Straußen. Na komm, nehmen wir einen mit. Na, jetzt hätte ich vielleicht doch lieber das Haus da ganz gerne gebaut. So, machen wir so. Wo ist denn das zweite Wildschwein jetzt? Das könnte natürlich hier hinten noch irgendwo rumlungern, aber wäre schon eher ungewöhnlich. Schon komisch irgendwie.
Vielleicht hat das, ja, weil seine Punktzahl ist nicht besonders hoch. Also es ist unwahrscheinlich, dass er es geklaut hat, ehrlich gesagt. Aber wir bleiben mal ganz ruhig. Oh, da ist es, okay. Das ist natürlich jetzt doof. Ich glaube, wir kommen trotzdem in die nächste Zeit. Dann mache ich, ich versuch's mal mit 18 Populationen jetzt. Wir gucken mal, wie das ausgeht. Jetzt schaue ich mich mal nach ihm um. Ja, das müsste eigentlich noch hinkommen. Einigermaßen. Ich mach, glaube ich, danach noch einen Dorfwohner. Oh, was ist denn hier los? Ja, einen machen wir noch, dann müsste es eigentlich hinhauen, denke ich mal. Ja, super. Und wir spielen dann jetzt mal nur auf einem Holzfällerlager. Obwohl, du kannst eigentlich jetzt hier die Kaserne bauen. So, wo ist denn der Gute? Der Herr Schlauchnase. Er hat recht viele Punkte. Kann natürlich sein, dass er mit Milizen irgendwo rumläuft. Aber ich meine, Wildschwein hier übersehen habe, habe ich auch sehr spät jetzt erst mit dem Scouten angefangen. Das würde man eigentlich natürlich früher machen. Aber wahrscheinlich ist er... Ja, da ist er, okay. Hier ist ein Dorfzentrum, da wollen wir nicht rein. Komme ich an ihn? Ja. Ah, ich habe einen ein bisschen zu früh rausgeschickt, aber gut. Das ist halt nicht mal so eine Gefahr für mich wirklich. Er hat eine Kaserne, also es kann sehr gut sein, dass jetzt gleich Milizen ankommen. Dann machen wir noch den hier mal ganz schnell. Oh, das war vielleicht ein bisschen zu früh, so. Oh, ich habe direkt das Holz-Upgrade gedrückt. Ich mache jetzt das, die Mühle, die Mühle sag ich schon, den Stall hier näher an mir dran. Damit er mir das nicht, denyen kann, also dass er das nicht verhindert jetzt hier. Dann ist das nah am Dorfzentrum. So verhindere ich das. Quick Walls hier. Holen wir mal den Scout mit nach Hause. Oh, das Upgrade habe ich nicht gemacht. Oh, da haben wir es doch. Ah komm, da können wir auch hier noch die Viecher eigentlich holen. So, es ist nicht perfekt gelaufen, aber ich habe seinen Dodge abgewehrt durchs Mauern. Gib mir mal seinen Scout hier. Und jetzt greife ich. Ich glaube, ich greife ihn einfach mal an jetzt. Schauen wir mal. Er kann sich. Wahrscheinlich hat er sich schon ganz gut abgemauert. Josh FC mit den Tatanen ist gar nicht mal so eine schlechte Strategie. Also, ich glaube, nach dem Scout mache ich dann auch keine weiteren. Wirklich Schaden machen kann er bei mir ja nicht. Und jetzt ist die Frage, kann ich bei ihm welchen machen? Na komm, so. Hat er nicht aufgepasst. Er ist noch nicht ganz abgemauert, deshalb baue ich mal doch noch weitere Scouts. Ihr könnt noch den hier nehmen. Noch mal das Haus bauen. So, es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Die Frage, ist das ein FC von ihm? Eigentlich nicht wahrscheinlich. Komm, bauen wir mal ein bisschen was hier. Oh, das ist natürlich nicht gut. Er geht auf zwei Schießanlagen. Dann baue ich doch auch mal noch eine. Als Defensive quasi.
Aber das ist der Anfang. Der Anfang ist schon mal ganz gut gelaufen für mich. Ich müsste jetzt, glaube ich, auf jeden Fall mehr auf Holz schicken gleich. Aber schauen wir erstmal. Ich glaube, ich räume mal kurz seine Milizen auf, damit die mich hier nicht so nerven. So, also ich glaube, dass er hier auf jeden Fall jetzt Bogenschützen spielt. Oh, ich wollte hier eigentlich aufräumen. Bogenschützen spielt. Von daher mache ich jetzt mal kurz keine Felder. Dann kann ich mir gleich die Upgrades leisten. Den Schwachen habe ich ein bisschen weggestellt erstmal. Damit habe ich hier keinen Unfug baut. Das ist auch gut gelaufen. So, nee, wir wollen Plinkler machen. Und hier kann ich noch zumauern. Die schicke ich mir auch alle hier hin. So, das können wir noch machen. Und schön entspannt mauern überall. So, die Curling auch eigentlich. Ja, ich brauche mir ein zweites Holzfällerlager. Und hier hängt jemand fest. Das muss ich mal alles kurz ein bisschen aufräumen hier. Bevor es hier weitergehen kann mit dem Tagesgeschäft. Also ein bisschen mehr hin und her in dieser Folge, ein bisschen mehr Improvisation meines Parts, aber ich glaube, das ist besser, wenn ich das später so ein bisschen analysiere, was hier gut und was schlecht gelaufen ist von den Moves, die ich jetzt hier an den Tag legen durfte. Aber hier ist auch noch offen. Den kriegen wir noch. Hat er Fletching, ja. Befiederung zu Deutsch das Ganze im Übrigen, für die, die es gerade nicht wussten. Das müssen wir auch noch zu machen. Und ich glaube, ich gehe jetzt schon mal auf Gold. Felder müssten wir bald genug haben. Ist hier noch einfach schwach. Sieht nicht so aus. Und ja, ich mache die ja nur zur Defensive jetzt gerade, die Plänker, ne? Also wenn er wenn er jetzt zum Gegenschlag ausholt demnächst, dann sollte ich bereit sein. Die habe ich echt nicht gut gescortet. Ich mache einfach hier das ganze Gedöns zu. Nein, eigentlich falscher Hotkey. So, das sollte weg. Ist ja immer noch offen hier. Okay, dann kriege ich vielleicht sogar noch einen Dorfwohner. Obwohl, die sind beide sehr angeschlagen. Ne, ich glaube, die Dame stirbt. Gut, dann kann ich jetzt scouten mit den Kollegen. So, lief alles ganz gut. Warum habe ich eigentlich nur 3 auf Bären? Habe ich da doch einen verloren? Und wenn ich gleich das Gold habe, dann kann ich auch in die nächste Zeit klicken. Das Gute bei den Dings, wie heißen sie? Litauern ist ja auch, dass die Trash-Einheiten, also die Pikenträger und auch die, wie heißen sie? Plänkler, sich schneller bewegen. Das heißt, ich kann ein bisschen besser mich gegen ihn verteidigen. So, schauen wir mal, was er davon hält. Ja, das verliert er jetzt meist das meiste davon. Boah, ja, dieser Lag, wenn man hochklickt. So, dann können die beiden Kollegen jetzt einmal die Karte aufdecken für mich. Die sind ja schon sehr, sehr geschwächt. Sehr viel Holz angesammelt sehe ich gerade. Hat der Steffen sich Upgrade gemacht? Nee, dann nicht. Ich glaube, hier müsste er jetzt mittlerweile abgemauert sein. Dann hole ich mir jetzt hier mal ein Upgrade fürs Pferd. Hier hole ich mir ein Gold-Upgrade. Du kannst mir noch ein Haus bauen, bevor du das hier zumachst. Hat alles keine Eile mit der Mauer, ne? Wir sind ja, wir wissen ja, dass wir vorne sind. Warum sage ich eigentlich wir? Also ich weiß ja, dass ich vorne bin. Und mein Plan dürfte jetzt für die meisten wenig überraschend bei den Litauern sein, Reliquien einzusammeln. Und deshalb schicke ich jetzt gerade meine zwei Scouts so ein bisschen auf die Reise. Hier haben wir schon mal eine Reliquie. Denn die Litauer kriegen ja für jeden, für jede Reliquie, die sie einsammeln, einen Bonusangriff auf ihre Ritter.
Und das hier bedeutet, dass, okay, die kann ich vergessen erstmal, das bedeutet, das ist das eine, was das bedeutet. Und das andere bedeutet, dass er wahrscheinlich später als ich in der nächsten Zeit sein wird. Aber er hat hier noch ein paar Plänkler am Start, okay? Ein paar Bogenschützen meine ich. Das sind sogar ziemlich viele. Das heißt, muss ich wahrscheinlich gegen Mauern. Aber wir sind jetzt gleich in der nächsten Zeit, von daher sollte das eigentlich kein Problem sein. Ach, ich habe ganz vergessen, dass mein Stall so weit hinten steht. Ich töte noch so viele von den Kollegen hier wie möglich. Hol mir Defensive Upgrade. Den Markt baue ich auf jeden Fall zu Ende, weil ich glaube, ich hole mir auch erst das neue Dorfzentrum, wenn ich hier in Sicherheit bin, wirklich. So, das verkaufen wir. Einmal hier kaufen. Die können weg. Ach, dann baue ich mit dem Dorfzentrum hier. Ich gehe jetzt den Kampf erst ein, wenn ich das zweite Upgrade auf meinem Ritter habe. Das ist ja gleich fertig hier. Machen wir hier auf. Der ist fertig. Hat er jetzt schon offen gemacht? Ich weiß es gar nicht. So, Dorfwunder produzieren ist eine feine Sache, habe ich gehört. So, er zieht sich zurück. Dann schauen wir mal, ob ich ihn noch erwische. Da kriege ich ihn noch, super. Ja, das ist sehr, sehr schlecht für ihn jetzt. Extrem schlecht für ihn. Die kann er nämlich auf jeden Fall nicht töten. Dann wäre doch jetzt direkt mal... wo haben wir es? Falscher Hotkey, da der Kollege angesagt. Dann kann ich mir jetzt Reliquien einsammeln. Habe ich schon alle gefunden? Nicht ganz alle. Ich suche noch ein bisschen weiter. Macht doch Speerträger dazu, wie es aussieht. Ich bleib mal kurz auf zwei Dorfzentren. Er ist jetzt erst in der nächsten Zeit. Das ist für mich gut. Und ich habe halt alles aufgeräumt hier. Mich extrem super natürlich. Ich glaube, ich mache hier gleich noch das Dorfzentrum. Genau so. Dann haben wir uns hier eine Reliquie. Vor der Haustür habe ich auch noch eine. Ich glaube, ganz so viel auf Gold brauche ich hier gerade nicht. So. Ich mache das zweite Angriffs-Upgrade noch. Jetzt bleibe ich ein bisschen passiver. Ich habe seine Armee aufgeräumt. Ich bin groß im Vorteil. Warum baut eigentlich keiner die Häuser? Und jetzt hole ich, ich will meinen Vorteil zementieren, indem ich jetzt eben Mönche mache, die Reliquien einsammle und meinen Bonus ausspiele. Wird er wahrscheinlich auch wissen, aber das sehen wir dann gleich. Ich möchte noch einen zweiten Hausbau haben, glaube ich. So. Vielleicht war das Upgrade gar nicht so schlecht. Obwohl, ich glaube, ich habe nicht genug Nahrungsproduktion aktuell. Das muss ich erstmal beheben. Gerade das zweite Holz-Upgrade fertig, sehr schön. Genau, dieses Holz mal wieder besetzen. Ja, mir fehlt es gerade so ein bisschen an Ressourcen. Aber wie gesagt, ich habe ja nicht so die Eile. Wenn alles gut geht und ich 4 Reliquien habe, dann wird es sehr, sehr schwierig für ihn, mich aufzuhalten hier. Jetzt hole ich mir mal das Sichtweiten-Upgrade. Aber ich glaube, das Spiel ist schon relativ vorbei, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass er jetzt halt so viel in die Vordalzeit investiert hat und seine ganze Armee verloren hat, das hat ihm extrem weh getan. Aber das schauen wir mal. Das Schöne bei Schlauchnase bzw. Six on Sheep hier als Gegner für diese Videoreihe ist, dass er ähnlich wie Torum auch jemand ist, der nicht einfach den Kopf in den Sand steckt und nicht so leicht aufgibt. Das heißt, da kann ich schon erwarten, dass er noch ein Ass im Ärmel hat und noch ein bisschen was versucht. Ich schau mal kurz, was er so treibt aktuell.
Habe ich eigentlich, ja. Ich habe Schubkarre, irgendwie habe ich gerade mich nicht mehr ganz dran erinnert. Was treiben Sie, guter Mann? Drei Schießanlagen, aber ich sehe gerade keine Einheiten daraus. Ist immer noch offen. Ich sag ihm das noch. Wenn er hier auf berittene Bogenschützen geht, dann ist meine Reaktion darauf. Erstmal, ich hole mir gerade mal das Geschwindigkeitsupgrade. Ich gehe stark davon aus, dass er auf berittene Bogenschützen geht. Das ist sehr gut für sein Volk. Wäre meine Reaktion natürlich nochmal Elite-Blanker zu erforschen. Ich teste ihn jetzt mal so ein bisschen. Guck, was er hat. Und ich erforsche halt währenddessen das Geschwindigkeitsupgrade auf meinen. Oh, er macht Mönche. Sehr gut für ihn natürlich. Er hat auch eine Reliquie, sehe ich gerade. Denn ohne das Geschwindigkeitsupgrade hole ich seine Einheiten gar nicht ein, natürlich. Aber es sieht sehr, sehr gut aus aktuell. Ich glaube, die zwei Reliquien sind auf dem Weg. Super. Dann kann ich. Ich kann, denke ich mal, das Spiel schon in der Ritterzeit zu Ende machen, weil ich jetzt alle Reliquien habe. Dann habe ich gleich Ritter mit 6, mit 16 Angriff, also 10 plus 6. Und das ist extrem stark. Ich glaube nicht, dass er da, das verteidigen kann, egal wie viele Mönche er hat. Aber dafür muss ich auch mehr auf Gold gehen. So. Ich habe meine beiden Dorfzentren in der Nähe von Gold gebaut, da kann ich die mal ganz gut nutzen. Der Ritter hier kann geheilt werden. Oh, der baut im. Also das ist echt schlecht gebaut, hier muss man noch dazu sagen. Ne? So, hier können wir ein bisschen heilen gehen. Jetzt noch einbauen, am besten. Du machst mal hier zu. Du baust mal hier ein Tor rein. Und machst dann das hier zu. Ja, sieht auch ganz gut aus eigentlich. Ich könnte noch mal bis auf Stein gehen. Es gibt ein paar Leute, die beschweren sich da immer wieder drüber, dass ich das zu selten mache. Das stimmt natürlich auch. Da ist er mit seinem berittenen Bogenschützen. Und da mal schön drauf da. Wir haben sehr, sehr viel Angriff, mein Freund. Da wirst du, glaube ich, nicht deine Freude dran haben. Aber er hätte ein Dorfzentrum. Da wird er schon seine Freude dran haben. Aber wisst ihr, was ich dagegen mache? Ich laufe einfach in seine Basis rein. Wenn er nicht aufgepasst hat, dann ist er jetzt hier overchopped. Schauen wir mal. Ja, er hat aufgepasst. Aber ich habe sehr, sehr viel Angriff, mein Freund. Dann mal schön rein in die Bude. Jo, die ganzen Farmen gehen auf einmal zur Neige. Hat einen Ritter bekehrt. Wir haben ein paar Kamele. Er wird jetzt einiges natürlich an Wirtschaft verlieren. Sehr, sehr ungut für ihn. Den Mönch kriegen wir auch. Jetzt steht das Spiel mal gerade. Verbindung zum Server unterbrochen steht hier. Ach, ey, nee, oder? Oh, ey, das ist doch jetzt nicht und wahr. Habe ich jetzt echt das Internet wieder verloren? Ja, geil. Ja, machen wir mal kurz. Ich halte mal kurz an und gucke, ob ich ihn erreiche. So, ich habe das mit dem Wiederherstellen, probieren wir jetzt einfach mal. Ich habe das Spiel ja eben gespeichert, als ich gedroppt bin. Aber also Schlauchnase meinte schon, also ist aus meiner Perspektive, das habe ich ihm jetzt auch so offensiv gesagt, glaube ich, dass das Spiel sehr, sehr vorbei ist für ihn. Aber einfach der Vollständigkeit halber möchte ich jetzt mal kurz gucken, ob das noch funktioniert, ob wir das zu Ende bringen können oder nicht.
Das Replay hat sich bei ihm auf jeden Fall gespeichert. Also wenn da bei mir ein Fehler ist, kann er mir das geben, damit wir das gleich ordentlich analysieren können. Wo steht hier eigentlich Spielgeschwindigkeit schnell? Ah, es klappt tatsächlich. Aber jetzt sind bei mir wieder alle Mods an, habe ich gerade gesehen, ne? Diese Kurbel. Das ist immer, wenn ich Internetverbindung verliere, installiert das Spiel alle Mods neu irgendwie. Auch die ich gar nicht haben will. Ja. Also der Vollständigkeit habe, ist es jetzt nett, wenn wir das jetzt hier zu Ende spielen, aber ich glaube, dass er hier auch bald nicht mehr weiter spielen wird, ehrlich gesagt. Jetzt sagt er GG, super. Für die eine Minute hat sich's noch richtig gelohnt. Aber es ist jetzt zur Vollständigkeit, finde ich das okay und finde ich auch cool, dass er sich jetzt bereit erklärt hat, das mal kurz zu machen. Aber das Spiel ist, also wenn die Litauer in so einem Punkt sind, ist es unfassbar schwer zurückzukommen. Das möchte ich auch mich selber in so einer Situation auf keinen Fall wiederfinden. Das ist sehr, 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 sehr schwierig. Aber ich analysiere jetzt mal im Schnelldurchlauf, glaube ich, was geschehen ist in dieser Runde. Wir springen in jedem Moment in das Replay. Ich schreibe ihm noch ganz kurz. So, ich bin im Replay. Ich musste kurz checken, ob das überhaupt funktioniert. Das ist tatsächlich einfach in zwei Replays jetzt aufgeteilt. Das ist von daher gar kein Problem. Also auf jeden Fall nochmal auch danke hier an der Stelle an Schlauchnaser für sein Verständnis, dass er da auch gerade so schön kooperiert hat, dass wir das noch zu Ende aufnehmen konnten. Sehr cool auf jeden Fall. Oh, was ist denn hier passiert? Muss irgendwie ein Missklick drin gewesen sein, dass es bei ihm mit dem Haus nicht geklappt hat, aber hat ja alles so funktioniert und es sieht so aus, als ob ich nur minimal in der Produktion vorne wäre, also alles gar kein Thema. Schauen wir mal. Also, ich habe seinen Josh ja eigentlich nicht wirklich gesehen, sondern ihn erahnt, weil ich die frühe Kaserne gesehen habe und dann vergleichsweise gut gemauert. Das habe ich ja in den letzten paar Folgen nicht so schön gemacht, wie ich finde, in den letzten paar Folgen, wo es relevant wurde. Aber ich habe ja auch gesagt, dass in dem Bereich auf jeden Fall Quick Walls, also nicht nur präventive, sondern auch in der Situation halt erforderliche Mauern, durchaus zu erwarten sind. Das haben Gegner gegen mich auch schon bei 1100 Elo gespielt natürlich. Aber ich denke, dass es ab diesem Level auch auf jeden Fall schon gefragt ist. Also dass man es auf jeden Fall in Betracht ziehen sollte auf diesem Level. Also wenn ich das nicht gemacht hätte, wäre es gegen ihn auf jeden Fall auch deutlich schwieriger mit diesem Rush geworden, mit seinen Milizen. Ich weiß, dass er da auch gar nicht mal so unbewandert ist im Micro mit den Milizen, also das wäre sicherlich eine spannende Angelegenheit geworden, aber so konnte ich auch zeigen, wie ich das relativ gut, schnell unschädlich machen konnte. Das war dann aus meiner Perspektive auch gar nicht so schlecht, dass ich es mal einfach zeigen konnte. Ach, jetzt habe ich diese scheiß Mods alle an, ne? Kurz ein Wort dazu. Ich hasse es absolut, diese ganzen Event-Mods, also mit diesen bescheuerten Bärenbüschen und diesem ganzen Gedöns am Dorfzentrum und irgendwelchen Soundeffekten und sowas, finde ich alles total dumm und ich will das bitte ausgeschaltet haben, wenn ich es ausschalte. Es haltet sich aber jedes Mal an, wenn ich im Spiel mal irgendwann die Internetverbindung verliere und ich dann wieder verbinde, dann sind alle Mods, also ich habe jetzt ungefähr 30 Mods an, die ich alle nicht abonniert habe, die so alle Event-Mods sind, die ich freigeschaltet habe, durch irgendeinen heroischen Kram, wie bilde drei Dorfbewohner aus und finde 5 Schafe. Also ich finde diese Events, okay, sollen sie machen, für die Spaß dran haben, aber das ist eine absolute Frechheit, dass ich die immer wieder kriege. Und es gibt schon ungefähr 30 Beschwerde-Threads dafür in den offiziellen Foren, haben die noch nie drauf geantwortet, die Entwickler, es steht nicht in der Liste der bekannten Probleme, das interessiert den Scheißdreck. Okay, Rant zu Ende. Worauf wollte ich eigentlich auch eingehen? Genau, also dass die Situation eigentlich zu Demonstrationszwecken ganz gut war. Und auch, dass ich bei mir mein zweites Wildschwein so spät erst gefunden habe. Aber da ich ja Litauer bin, war es nicht ganz so schlimm. Wenn ich nicht Litauer gewesen wäre, hätte ich natürlich auch die Ruhe behalten, aber dann hätte ich nicht in so schnell, wie ich das jetzt hier gemacht habe, die nächste Zeit erforschen können. Das wäre auf jeden Fall sehr ambitioniert geworden sonst. Also für mich ist so, okay, seine Milizen sind auch ein bisschen spät, finde ich. Ich glaube, die hätten früher kommen können, aber na. Ja, es ist okay, denke ich mal. Es ist okay. Jetzt sieht er auch mein Dorfzentrum, was aber immer, wenn man Drush spielt, unfassbar nervig ist. Das haben wir auch gesehen, als ich Drush gespielt habe. Und das ist genau das gleiche passiert, dass ich ins Dorfzentrum gerannt bin. Bei ihm ist der Scout minimal noch am Leben, aber man braucht den Scout beim Drush auf jeden Fall dabei, um auch Dorfwohner zu blocken und den gegnerischen Scout zu konfrontieren. Das ist schon sehr wichtig. Er hat mich auch extrem spät erst gefunden, das heißt, da haben wir beide nicht so gut gemacht. So hatte ich halt, das waren alles noch präventive Mauern. Das an den Bären waren dann gleich die Mauern, die ich halt im Eifer des Gefechts dann gebaut habe.
Aber er sieht halt auch schon, dass es hier nichts zu holen gibt. Und was er auch richtig macht, das möchte ich jetzt auch nochmal betonen, er fokussiert sich auf so mit allen Einheiten auf ein Partisanenstück, möglichst immer die, die relativ wenig gebaut sind. Also er hätte noch auf das hier switchen können, das habe ich deshalb auch kurz angehackt. Aber jetzt, jetzt geht er zum Beispiel auf das, ja gut, da habe ich auch schon relativ viele Lebenspunkte drauf, aber schnell auf eins fokussieren, wo noch nicht so viele Lebenspunkte drauf sind und da versuchen durchzubrechen. Das sehen wir, glaube ich, auch gleich, wenn ich das mit meinen Scouts mache. Von daher, also er hat halt das, das, was er aus der Situation machen konnte, gemacht. Er hat mich jetzt hier auch später noch genervt, aber an sich, ich habe eigentlich nur Ressourcen in diesem Areal. Ich habe ja sowieso nicht viele Dorfbewohner und kann daher relativ gut alles abmauern. Hier kommt übrigens gleich die Lücke dadurch, dass ich das weghacke. Dadurch, dass ich diesen einen Strauß vorher schon mit dem einen Dorfbewohner gesammelt hatte, ist es für ihn auch nicht so auffällig, dass hier ein zweiter rumliegt. Das kann man tatsächlich im Schatten des Krieges, Schatten des Krieges ist dieses Spiel von Herr der Ringe, kann man das sehen. Aber ich glaube nicht, dass er da aktuell groß drauf achtet. Das war schon ein bisschen frech von mir, dass ich, während ich noch eigentlich mehr oder weniger defensiv bin, hier rausgehe und noch die Straußen gönne. Aber da ich wusste, wo seine Milizen sind, fand ich das auf jeden Fall eine legitime Sache. Das ist ein bisschen unglücklich. Ich denke, er hat hier einfach auf Angriff auf diese Palisade geklickt und das nicht gemerkt. Aber ich habe ihn hier reinlaufen. Ich habe es schon gesehen, als das passierte und konnte das hier verhindern. Also hier abmauern, damit er nicht rausgeht. Und die Dorfbewohner hier mit dem Gangangriff. So, ich bin auch mehrfach durch sein Dorfzentrum gerannt. Ne? Hier habe ich jetzt kurz seine Palisade weggehackt. Das ist jetzt sehr, sehr unglücklich. Die war nur auf wenigen Lebenspunkten, sowas wie die hier. Die kann man relativ schnell dann halt weghacken. Und wenn man da nicht direkt drauf reagiert, dann ist das halt ein bisschen unglücklich. Was er gut macht ist, er kämpft dagegen, sodass er halt einen Scout kriegt und hat den Eingang blockiert. Er wollte sich Zeit kaufen, um den Speerträger dazu zu holen. Das hat jetzt aber nicht so gut geklappt. Er geht direkt auf die zwei Schießanlagen. Ein Holzverlager, wenn man mit so viel, na, finde ich nicht ganz so gut, ehrlich gesagt. Da hätte ich schon bei Drush Flush, das habe ich ja auch in der ersten Folge in diesem Bereich auf Arabien gezeigt. Würde ich auf jeden Fall zwei Holzverlager spielen. Jetzt ist aber zwei Dorfbewohner hinten, weil er die halt gegen meine Scouts verloren hat. Und ich glaube, einen Dorfbewohner hat er einfach nicht produziert, oder? Ich glaube, so ungefähr war es. Da hat er einfach ein bisschen Leerlauf gehabt. Aber jetzt kommen seine Schießanlagen und da möchte ich nochmal drauf eingehen. Also ich sehe seine Schießanlagen. Dass er zwei baut vor allem, das ist eine wichtige Information. Und ich kann jetzt relativ entspannt meine eigene Schießanlage bauen, weil ich weiß, es dauert noch ein bisschen, bis er so eine Masse hat, die wirklich gefährlich wird, auch für die Scouts. Also wenn ich jetzt das Gefühl hätte, er geht massiv, aggressiv und mit allem direkt nach vorne, dann wäre es wahrscheinlich wichtiger gewesen, meine defensive Schießanlage früher zu bauen. Und vielleicht auch noch mehr Scouts zu machen, einfach um ein bisschen Militär auf der Karte zu haben. Aber so habe ich die Initiative halt noch in der Hand. Ich glaube, hier ist auch noch eine Lücke. Das ist sehr unglücklich, dass er hier das hier nicht gesehen hat. Ich weiß gar nicht, was er für Mods für seine Bäume hat. Ich glaube aber, der hat den gleichen, den offiziellen Mod wie ich. Weil ansonsten, er ist jetzt eigentlich mir nicht dafür bekannt, schlampig zu mauern, ehrlich gesagt. Also das macht er eigentlich immer ganz gut. So, das ist auch ein guter Move übrigens, dass er hier den Speerträger nach vorne schickt. Einfach, also potenzielle Verstärkung für diese Jungs hier, kommt ein bisschen zu spät. Und ich glaube, er hat auch noch nicht mal drauf geachtet, als meine Scouts hier rangingen dann. Er hat sich ein bisschen gewehrt. Aber wenn der Speerträger ein bisschen früher da gewesen wäre, hätte ich das nicht ganz so schadlos nehmen können, das Ganze. Okay, er hat auch noch nicht so viele Bogenschützen produziert in der Zwischenzeit. Das heißt, das gibt mir wirklich sehr, sehr viel Zeit. Jetzt steht aber meine Schießanlage schon und auch meine Schmiede ist auf dem Weg. Bei ihm fehlt auch noch das Upgrade, weil jetzt auch erst die Schmiede fertig ist. Also ich habe durch meine Scouts doch schon einiges bei ihm verzögern können. Das ist also für mich dann insgesamt sehr gut gelaufen, auch wenn ich den Scouts natürlich nicht perfekt gespielt habe. Ich bin ja in sein Dorfzentrum reingerannt zum Beispiel. Das war natürlich nicht so schlau. Ja, aber das, ich glaube, das muss man sehen. Eigentlich, vor allem wenn hier eigene Einheiten durchlaufen. Das hier wäre, jetzt habe ich ihn eben für seine Mauern gelobt, aber eigentlich muss er hier nur zum Kartenrand mauern, dann ist er da schon sicher. Aber ich glaube, er hat dann diese Mauer hier gezogen, ne? Hier habe ich ihm das nochmal gepinkt. Jetzt habe ich diese dummen Blumenpfeile hier wegen des Mods. Ich habe mich schon genug drüber aufgeregt, das spreche ich jetzt nicht nochmal an. Und wenn man doch so angeschlagene Scouts hat, in meinem Fall habe ich sie sogar noch aus der Basis irgendwie rausgeschmuggelt. Ich glaube hier oder hier, ne? Hier unten, genau, hier unten war das gleich. Ach, ist ja hier vorne auch noch offen, ne? Aber da baut er bald seine dritte Schießanlage und auf dem Weg in nächste Zeit hat er das, glaube ich, gemacht. Also wenn man das noch hat, dann ist es erstmal, wenn man in der gegnerischen Basis quasi gefangen ist, ganz gut, natürlich da Informationen zu holen, zu gucken, wie viel Armee hat mein Gegner, wie viel Farm hat er, das ist ja ein guter Indikator, wie weit man von der nächsten Zeit weg ist.
Wo sind seine Mauern? Kriege ich vielleicht noch einen Dorfbewohner? Ich glaube, den habe ich auch bekommen, ne? Genau, den habe ich gekriegt. Und raus da. Ja, das lief ganz gut. Hier 6 Dorfbewohner vorne aktuell. Aber auch, wir sehen immer wieder, dass hier Lücken in seiner Produktion sind. Das ist also nicht alles mein Verdienst. Das ist tatsächlich auch einfach unsauberes Spielen von ihm. Ich weiß nicht, ob es hier notwendig gewesen ist, von mir auf die Armee zu gehen. Aber ich habe, da er jetzt schon mal in der Nähe stand und ich hier irgendwie, was sind das, 6, 7, 8 Stück drin hatte, eigentlich die Gelegenheit quasi gerochen und dann ist es ganz gut ausgegangen. Ich glaube, für ihn wäre es vielleicht besser gewesen, schauen wir nochmal auf seine Perspektive, es hier zu versuchen, weil er da einfach auf meine Arbeiter schießen kann. Und ich habe ja nur aktuell, nee, jetzt mittlerweile habe ich 2, aber ich hatte lange Zeit halt nur die eine Möglichkeit, Holz zu sammeln. Und das sind 8 Stück, ist also auf jeden Fall genug, um hier sehr, sehr gefährlich zu werden. Ist gut, dass er die Armee so aufsplittet, dass er möglichst wenige verliert und dass er hier auch nochmal sieht, dass er eine Möglichkeit kriegt, auf meine Reiter zu schießen. Sehr sauber gespielt an der Stelle. Aber er verliert halt extrem viele Bogenschützen für absolut gar nichts aktuell. Das ist nicht so, das ist natürlich überhaupt nicht gut. Und er ist sehr weit von der Ritterzeit weg. Das ist auch noch ein Ding. Er hat jetzt den Stall gebaut. Halte ich in der Situation für nicht. Also das habe ich im Spiel auch gesagt. Fand ich nicht so gut, ehrlich gesagt. Einfach, er hat, glaube ich, der 3, wir sehen es gerade, aber ich glaube, er hat nur 2 gemacht. Kann mich vertan haben, aber vielleicht waren es auch insgesamt 3. Das ist halt echt viel Nahrung, das nochmal weggeht von seiner Ritterzeit. Ne? Und er hat jetzt 88 Nahrung, nur 11 Arbeit insgesamt, die Nahrung auch sammeln. Ich fühle meinen Geschmack auch ein bisschen zu viel auf Gold insgesamt. Also ich glaube, das ist für die Goldproduktion reicht. Es reichen für die Bogenschützproduktion reichen 7. Wenn man noch sich ein bisschen ein Polster anstauen möchte, um auch irgendwann eben die Ritterzeit erforschen zu können, dann nehme ich immer 8. 9, da kommt auf jeden Fall immer so ein Überschuss bei raus. Und ja, weil seine Bogenschützproduktion war ja eigentlich sehr gut. Das sehen wir auch an der schieren Masse, der er hier aufgebaut hat. Ich glaube nicht, dass es unbedingt notwendig wäre. Gut, er hat nur einen Holzfeld, naja, einen Wald, sag ich mal, wo er ist. Da kann ich halt hier ihn nerven, aber hier kann ich ihn nicht nerven. Von daher, ich glaube nicht, dass es unbedingt zur Defensive notwendig war und zur Offensive war es quasi unbrauchbar. Also ich denke nicht, dass das notwendig war von ihm. Und ich weiß nicht, ob er es merken konnte. Also bei mir laggt das ja irgendwie immer spürbar, wenn ich in die nächste Zeit klicke. Ob er das auch so gemerkt hat. Okay, er hat tatsächlich die 3 Scouts gemacht. Das ist dann, das macht natürlich, also das ist so eine Zeit, wo er eigentlich bei 22, und ich war auch nicht super früh dran. Also es ist jetzt auch nicht alles spurlos an meinem Bild vorbeigegangen, dass ich mich viel auf Armee konzentrieren musste. Aber das ist so eine Zeit, wo er normalerweise eigentlich schon da sein will und ich eigentlich auch. Also so 22 ist eine Standard-Feudalzeit, wenn man, eine Standard-Ritterzeit, wenn man Feudal-Aggression oder Feudal-Militär gespielt hat. 21er-Zeiten sind gut. 20er-Zeiten sind sehr gut, wenn man wenig Militär machen musste. Oder halt nur Scouts zum Beispiel. Alles darüber ist leider immer, also alles über 23 ist auf jeden Fall spät. Und er hat halt auch nicht mal in die nächste Zeit geklickt. Also bei ihm verzögert sich alles enorm dadurch, dass er eben nochmal zusätzlich investiert hat. Und einfach jetzt die Felder ein bisschen spät kamen insgesamt, glaube ich. Wobei ich bei ihm jetzt vielleicht sogar einfach die Ritterzeit forcieren würde. Schauen wir mal, was hat die Dame denn vor? Gut ist natürlich, dass er hier angreift, wo ich verwundbar bin. Ich habe mit einem Haus und einem Markt versucht, diese verwundbare Stelle zu sichern. Hätte natürlich auch woanders durchbrechen können. Er hätte vor allem, also wie gesagt, ich finde, hätte es gut gefunden, wenn er zum Holz geht. Einfach weil er weiß, dass, ach, da ist er natürlich auch hingegangen, aber gut, ich bin jetzt schon in der Zeit. In beiden Fällen, also sowohl Gold als auch Holz, wäre für mich natürlich nicht gut gewesen, aber auch kein, also hätte das Spiel für mich nicht beendet. Ich ziehe ja auch ab hier. Ich habe hier halt noch Holz und ich kann hier zu dem Gold ausweichen. Das ist also alles halb so wild für mich. Es ist natürlich nervig, aber es ist, hält mich nicht von meinem Plan ab. Und ja, ich würde also sagen, dass das Spiel halt durch diesen großen Vorteil, den ich jetzt habe, dass ich so weit vor ihm in der Ritterzeit war, dass es dadurch extrem schwierig ist, für ihn zurückzukommen. Und jetzt eben gegen eine Armee, gegen die er einfach in der Feudalzeit nicht allzu viel machen kann. Das sind halt Ritter. Also ich habe 6 Stück, ne? 6 Ritter. 6 Ritter mit beiden Defensiv-Upgrades. Und Zuchtauswahl und noch ein Angriffsupgrade. Da muss er schon irgendwie 5-6 Sperrträger dabei haben, damit das einigermaßen Vorteil für ihn ausgeht. Aber selbst die laufen halt einzeln nur in die Armee rein und er verliert seinen gesamten Pulk. Das wäre halt seine Karte zurück ins Spiel gewesen eigentlich. Weil er mit so einem Pulk an Armbrustschützen, die er auch als Zartar sofort den Daumenring bekommen, da hätte er nochmal was machen können. Auch gegen Ritter. Mit ein bisschen Micro. Und das kann er auch auf jeden Fall. Jetzt entscheidet er sich hier für einmal das Dorfzentrum, das ist so ein bisschen sein Holzschütz, finde ich auch in Ordnung. Und die dritte Schießanlage. Kommen jetzt hier direkt die Briten Bogenschützen eigentlich.
er holt sich erstmal das Geschwindigkeitsupgrade auf seine Pferde. Also es scheint so, als ob er direkt hier auf die Briten Bogenschützen gegangen wäre, aber ich sehe, ha, dann wäre es vielleicht besser gewesen, das zweite Dorfzentrum später zu bauen. Übrigens eine Zusatzschafe, die durchspawnen. Weil er jetzt halt nicht genug Holz hat, um wirklich sich alles zu leisten. Ich glaube auch nicht, dass er wirklich Riesenwert darauf gelegt hat, die Reliquien zu beschützen. Er scoutet auch mit diesen überlebenden Einheiten, dieser Moonwalk-Scout. Ist natürlich besonders stylisch dabei. Aber er hat mich von keiner Reliquie wirklich abhalten können. Vielleicht hätte er auch noch ein paar Scouts einfach machen können an den Reliquien parken. Er hat zwei gesehen, drei sogar. Dass er die nicht verhindern kann, das sollte ihm klar sein. Die hat er nicht gesehen. Aber es scheint, als hätten die einfach nur gescoutet. Sie sind jetzt nicht an den Reliquien gewesen, um zu campen oder so. Aber sie sehen halt, dass ich habe jetzt auch schon das zweite Dorfzentrum früher natürlich gehabt als er. Und bin militärisch sehr weit vorne. Das heißt also, es eskaliert ab der Stelle eigentlich nur noch. Wir können jetzt nochmal gleich an die Stelle springen. Eigentlich muss ich auch gar nicht mehr den zweiten Teil des Replays gucken, glaube ich. Aber wir können mal bis zur Stelle ungefähr kommen, wo das Spiel in diese große Schlacht mündete. Das Kamel ohne Upgrades, denke ich mal, auch eher eine Verschwendung. Immer noch offen, ja. Hat das überhaupt jemals geflickt? Ich glaube nicht. Von dem Mönch habe ich mich mist unnötigerweise abschrecken lassen. Also wenn ich mir das hier so angucke, ich glaube, da hätte ich schon an der Stelle schon ordentlich Panik bei ihm verursacht, wenn ich da reingelaufen wäre. Da hätte er hier sich echt einen Ast gemicrot. Und ich glaube, an der Stelle habe ich sogar schon meine ganzen Reliquien, oder? Ne, zwei sind auf dem Weg. Das heißt, die hatten hier 4 plus 10 plus 4 Angriffe. Aber das ist auch schon sehr brutal. Das ist wie ein burgundischer Chevalier quasi. Also die haben 2 Angriffe mehr als ein regulärer Ritter. Und er weiß mittlerweile auch, dass die ganzen Reliquien weg sind, weil er das ja gescoutet hat. Und sobald die auf den Minikarts nicht mehr zu sehen sind, ist das klar, dass die eingesammelt wurden. Da können wir jetzt zum Fight springen quasi. Jetzt geht er auch erstmal in die Offensive, hat sich ganz gut einen Pulk aufgebaut. Die Einheitenwahl finde ich korrekt. Also gegen Ritter muss er auf jeden Fall als Tatare auf die Briten Bogenschützen gehen. Aber das ist halt extrem schwer für ihn zu kämpfen, weil die einfach so viel Schaden machen, die Ritter. Und ich denke auch meine Entscheidung hier, einfach in seine Base reinzugehen und ihn dazu zu zwingen, dass er einfach da kämpfen muss. Also wenn ich irgendwo kämpfe, wo er sich immer zurückziehen kann, bin ich halt einfach immer im Nachteil von der Einheit her. Und weil die so viel Angriff haben, ist es unfassbar schwer, hier wirklich effektiv dagegen zu reparieren. Die machen so viel Schaden, die Dinger. Und hier habe ich sogar noch ein paar bekommen. Da muss ich weiß, Eigenlob stinkt, aber das hat ganz gut funktioniert, finde ich mal. So, und jetzt bin ich halt hier in seiner Wirtschaft drin, töte alles Mögliche. Bin 20 Dorfbewohner vorne, habe eine Armee, die er nicht töten kann. Und es kommen einfach jetzt aus 5 Stellen immer mehr nach. Von daher, ja, ich denke, das Spiel war an der Stelle an sich gegessen. Ich spule nochmal bis zu dem Punkt hier, genau. Ich glaube, ich bringe jetzt einfach, damit wir die Statistik noch haben, einfach mal kurz in das andere Replay rein. So, da ist es. Ich weiß aber nicht, ob das mit den Statistiken richtig funktioniert, aber schauen wir mal. Er hat übrigens auch noch zu Recht angesprochen, dass ich jetzt in dem Spiel, wo ich gedroppt bin, also in, sag ich mal, der ersten Version, habe ich dieses Dorfzentrum von ihm gar nicht bemerkt. Da bin ich nur hingekommen, weil ich den Wegpunkt von diesen Rittern verändert habe, als wir wieder in dieses wiederhergestellte Spiel gesprungen sind. Und dann habe ich das hier gemerkt. Aber ich glaube nicht, dass dieses Dorfzentrum der Gamechanger gewesen wird, den er jetzt hier gebraucht hätte. Er hat seine gesamte Armee verloren, hat die Hälfte meiner Bevölkerung nur. Und es gibt einfach keine Win-Condition mehr für ihn an der Stelle. Was hat ihn das Spiel letztendlich gekostet? Jetzt schauen wir erstmal, ob die Statistiken funktionieren. Das ist wunderbar, es funktioniert. Was hat ihn das Spiel gekostet? Ich denke, sein langsamer Übergang auf die Ritterzeit. Das ist sehr, sehr spät. Vor allem auch für jemanden, von dem ich weiß, dass es eigentlich recht sauber spielt. Das ist in Ordnung hier. Ich glaube, er hat 25 Populationen oder 25 Dorfbewohner gemacht in der dunklen Zeit. Von daher ist die Uptime hier gar nicht so schlecht. Er hat halt den Drush gespielt, Drush Flush. Kann man auch noch ein, zwei Dorfbewohner weniger machen, aber das ist alles Geschmackssache, denke ich mal. Auch bei mir auch nicht alles Gold, was glänzt. Ich glaube, hier sind auch ungefähr 30 Sekunden Idle-Zeit mit drin, also in der ich kein Dorfzentrum verwendet habe, da ich ja, glaube ich, mit 18 oder 19 Populationen, 19 waren es, 19 Populationen hochgegangen bin. Also da auch nicht alles perfekt, natürlich. Und das hier dafür, dass ich wirklich nur 4, 5 Scouts gemacht habe und, glaube ich, ja, es waren 8, ne? Ich habe 8 Plänkler gemacht. Das ist eigentlich nicht so viel, dass man hier so spät erst hochgehen muss. Ich glaube, das lag daran, dass ich zu spät auf Gold war. Ja, für mich halt der Knackpunkt, dass er so spät war. Woran lag das? Er hat zu spät Felder gebaut, also er hatte einfach nicht genug Feldwirtschaft. Er hat sich natürlich auch aus dem Konzept bringen lassen, weil er gegen die Scouts sich verteidigen musste. Das ist ganz klar. Das kostet immer ein bisschen Aufmerksamkeit. Hat auch 2, 3 Dorfbewohner verloren. Das ist auch nie gut. Und hat dann eben noch in diese Scouts investiert, was ich auf jeden Fall als Fehler ansehe an der Stelle. Weil es muss ihm eigentlich klar sein, dass ich an der Stelle schon auf dem Weg in die Ritterzeit bin. Und dass ich dann halt alle Reliquien so ohne Probleme einsammeln kann, ist für mich eigentlich nur der letzte Nagel einfach im Sarg.
Ich denke, dass ich das sogar auch mit einem anderen Volk hier ohne diesen +6-Angriff hätte kriegen können. Also einfach, weil ich von der Zeit so weit vorne war. Und dadurch meine Dorfzentren noch früher hatte und als er und natürlich auch wirtschaftlich dadurch weit vorne war. Aber mit diesen Rittern, die halt so krass geboostet werden, ist es natürlich nochmal eine ganze Ecke einfacher für mich gewesen. Ich hoffe aber, euch hat das nochmal gefallen. Wir haben hier auch nochmal ein paar interessante Sachen gesehen. Erstmal noch einen noch schnelleren Scout Rush, als ich das üblicherweise gemacht habe. Wie gesagt, hier schön den Litauer-Bonus nutzen können. Selbst wenn man eben sein Wildschwein spät findet, mit Litauern gar kein Problem. Dann eben die Defensive gegen die Milizen haben wir nochmal gesehen, gegen ein Dash Flush. Mit Abmauern, Präventiven und auch Quickwalls. Dann hatten wir die Reaktion auf die Burggeschützen eben mit den eigenen Plänklern. Als Defensive, das haben wir auch schon mal ein paar Mal gemacht, aber jetzt hier halt nochmal gegen einen deutlich besseren Spieler natürlich. Und letzten Endes dann auch nochmal ein bisschen mehr den Fokus auf die Sith-Boni, indem ich eben auf die Reliquien gegangen bin und versucht habe, so das Spiel nach Hause zu holen. Also, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und auch geholfen und ihr gebt dem Schlauchnase auf YouTube und auf Twitch natürlich auch ein Follow. Und folgt ihm ein bisschen, gibt ihm ein wenig Liebe ab. Und ich danke ihm an dieser Stelle auch nochmal fürs Mitmachen. Und euch sehe ich in der nächsten Folge. Bis dann.